Wenn in unserem Alltag die Anforderungen zu groß werden, größer als unsere momentanen Fähigkeiten, entsteht Stress. Das ist nicht wirklich ein Problem, solange wir noch Reservekapazitäten mobilisieren können, die zum Coping dieses Stress beitragen, und wir können unsere Möglichkeiten realisieren, die wir noch nicht erschlossen haben, die Ressourcen tatsächlich verwirklichen. Das fühlt sich nach gerne Leben an. Aber die Lücke kann zu groß werden. Dann sind die Herausforderungen größer als unsere momentanen Möglichkeiten plus den Reservekapazitäten, und dann brechen wir zusammen. Nun ist vielleicht ein Leben von vor 100, 150 Jahren so gleichförmig, dass die Variabilitäten im Alltag nur ganz gelegentlich auftreten und wir uns von den übermäßigen Stresselementen auch wieder ganz gut erholen konnten. Das geht heute nicht mehr. Wir können oftmals mit nichts rechnen. Das Leben ist sehr variabel geworden. Selbst in einfachen Verhältnissen, selbst wenn wir auf Dörfern leben, selbst wenn wir uns zurückgezogen haben, wir können uns nicht abschließen von der Welt, und unser Alltag fordert uns in sehr variabler Weise heraus. Wir wissen aus der Systemforschung, dass wenn unsere Variabilität kleiner ist, dann schaffen wir das nicht. Was lernen wir im Meditieren? Lernen wir gleichförmige Wiederholungen? Ja, dass viele Meditationsschulen leiten so etwas an und basieren eben auf Gesellschaftsstrukturen, wo das Leben nicht sehr variabel war. Heute brauchen wir etwas anderes. Wir brauchen eine alltagsfähige Meditation. Kann man in den wenigen Tagen des Seminars so etwas lernen? Ja und nein. Man kann die Voraussetzungen lernen, man kann die Methoden lernen, man wird sie noch nicht beherrschen. Wenn man also bereit ist zu sagen, ja, ich lerne dort ein Handwerk und dann werde ich dieses Handwerk üben, so ganz praktisch. Und was die Fallstricke sind, darüber tauschen wir uns aus in diesem Seminar und lernen aus den ganz alltäglichen Praxisbeispielen der Teilnehmer, die hoffentlich so offen sind, die anderen teilhaben zu lassen an dem, woran in der einen oder anderen Situation ihre Variabilität noch nicht ausreicht, um die Herausforderung bestehen zu können, dann lernen wir besonders viel. Wir laden Sie herzlich ein dazu.